Ja, herzlich willkommen nicht in meinem kleinen Kabuff, sondern, wie ihr vielleicht sehen könnt, in Frankfurt. Denn ich bin auf dem Weg, das sieht geil aus, auf dem Weg zu den Comic-Cookies in der hässlichen kleinen Schwester von Frankfurt nach Offenbach. Und ich bin gerade mit einem Fernreisebusunternehmen, ich nenne es jetzt einfach mal Flixbus, gibt natürlich auch noch andere, die ich auf dem Weg dahin gesehen habe, angekommen. Und ja, ist ein bisschen eng zum Sitzen, aber für den Preis, ich glaube, ich habe 7 Euro für die Hinfahrt von Köln nach Frankfurt bezahlt, kann man echt nicht meckern. Und ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, weil die Qualität, ich verlasse mich jetzt nur auf den Handyton. Und der ist bekanntlich nicht immer ganz so doll, weil mein Mikro konnte ich nicht noch mitschleppen. Und als ich hier ausgestiegen bin, ich bin erstmal total baff. Ey, so viele Hochhäuser. Alle beschweren sich immer darüber, dass man in Deutschland keine guten Filme drehen kann. Aber hier ist alles voller Hochhäuser. Genau, seht ihr da hinten? Genau. Oder neben das, ne, FBC. Es hat schon ein bisschen was von, wie soll ich sagen, einem deutschen New York. Und auch krass, wie viele Banken es hier gibt. Und ich bin erstmal total baff überwältigt und bin jetzt erstmal überall rumgegangen, habe ein paar Fotos gemacht, die ich euch natürlich noch real nachreichen werde. Also trotzdem sehen auch S-Bahn-Haltestellen oder U-Bahn-Haltestellen genauso aus wie in Köln auch. Vor allem, wenn du zwischendurch mal guckst, sieht man immer so Stellen, wo es so baustellenweise so ist, als wäre es wirklich aus Köln transportiert. Das erinnert mich dann so an den Barbarossa-Platz in Köln, ein Platz, der himmelschreiend scheiße aussieht. Und hier wechselt sich das auch ab, von Hochhaus zu abgefragt. Typisch Großstadt halt. Ja, und jetzt suche ich mir erstmal den Weg durch den Frankfurter Bahnhof zu dem Zug, der mich nach Offenbach bringt. Und dann schauen wir mal. Ich bin froh darüber, dass es immer noch Burger King für die einen gibt, die offen haben. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht, ob diese Burger King-Filiale vom Frankfurter Bahnhof jetzt zu dem berühmten, wie heißen sie, Koyoki GmbH gehört, die ihre Mitarbeiter so ausbeutet und gerne in die Burger rotzt. Verdammt, ich mag sie einfach. Natürlich hat McDonald's auch gute Burger, aber beim Pommes und sowas kann ein Burger King einfach, vielleicht liegt es an der Rotze in den Burgern. Schließlich ging es dann in den Bahnhof. Und wenn man berücksichtigte, dass Weihnachtszeit war, dann wird einem auch klar, warum der ganze Firlefanz in der Eingangshalle rumhing. Wie kann man den Frankfurter Bahnhof am besten beschreiben? Er ist relativ einfach, hat einen großen Hauptteil am Anfang und dann hinten gehen die Schienen nach hinten raus. Also anders wie im Kölner Hauptbahnhof, wo alles eine Etage höher ist, ist hier alles auf gleicher Etage und hat dafür unzählige Gleise, muss man dazu sagen. Das Schönste, was ich dann noch auf dem Weg nach hinten erleben durfte, ist, dass genau zwei Bäckereien gegenüber sind. Also einmal der hier, der Krobak, und der andere. Aber wichtiger ist natürlich hier ein Zeitschriftenladen. Und in dem habe ich mich mal umgeschaut. Und was man da sehen konnte, war, dass es nur eine sehr kleine Manga-Abteilung gab. Und naja, was dann kam, war eigentlich abzusehen. Frisch gestärkt ging es dann auch endlich rüber, denn ich sollte nicht lange in Frankfurt im schönen Teil bleiben, sondern ich sollte zur hässlichen kleinen Schwester nach Offenbach. Ja, da hat mir sogar Steffen nachher auf diesem Trip gezeigt, wo Haftbefehls Friseur ist. Und während wir dieser schön schnellen Bahnfahrt lauschen, kommen wir auch langsam in Offenbach an. Wenigstens das Hotel klingt majestätisch. Denn das Hotel, was ich genommen hatte, hieß Hotel Kaiserhof. Ich sag nur, wow. So, wir sind jetzt bei meinem Hotel angekommen. Und ich bin schon mal ins Zimmer reingegangen, hatte aber schon das erste Problem. Ich bin zu doof, um zu wissen, also das sind die drei Schlüssel, die ich habe. Ja, und die drei Sachen. Und ich kann hier, muss ich erstmal lange rausfinden, dass diese Karte so reingesteckt wird. Und dann geht dieses Schloss auf und dann kann man drehen. So. Das ist das schnuckelige kleine Hotelzimmer.
Und ich habe es nach einem zweistündigen Auswahlprozess habe ich das über Expedia, gibt natürlich auch viele andere Reiseanbieter und Hotelanbieter, geholt. Und als ich reingekommen bin, war ich eigentlich ganz positiv überrascht. Vor allem, wenn ihr hier reinkommt, dann, also vor allem, wenn ihr ins Hotel reinkommt, dann kriegt ihr ja wirklich, das heißt Hotel Kaiserhof, kriegt ihr wirklich so ein ganz altes, rüstiges Gefühl, als wärt ihr wirklich in so einem kleinen, gut bürgerlichen Palästchen gelandet. Und hier gibt es dann viele Informationen. Man hat einen Fernseher. WLAN musste ich jetzt extra zubuchen. Hat in dem Fall 7 € gekostet. Da habe ich mal mitgenommen, falls irgendwas Wichtiges passieren sollte noch im Internet. Und ja, das ist das Hotelzimmer. Ne, ich mal umschaut, ne? Also kann ich jetzt, also ich habe 40 € gezahlt. War auch dann mit das günstigste Hotelzimmer, kann ich jetzt echt nicht meckern, aber wir können ja mal gern den Hoteltester machen, ja. Ne? No, ich habe jetzt nur keine weißen Handschuhe dabei. Mir ist vor allem wichtig, dass das Bett, ja, dass es nicht, dass man nicht erkennt, dass irgendjemand drin vorher geschlafen hat. Das sieht aber auf jeden Fall sauber gemacht aus. Und ich mag auch gar nicht gern Hoteltester machen, weil letztlich, wenn man wirklich nur zu lange nachforscht, findet man wirklich irgendwo einen Krümel. Und dann fühle ich mich auch unwohl. Schön ist auch dieser Oldschool-Wecker, ja. Also aus welchem Jahrhundert? Wahrscheinlich aus den 90ern des letzten Jahrhunderts, sich den geholt haben. Schon echt krass mit so Datumsanzeige und so Uhrzeitanzeige und sowas. Aber die richtige Uhrzeit eingestellt. Wirklich, als würde man wieder bei der Oma und der Oma hat schon ein bisschen was Besseres verdient. Also es gab viele schlechte Bewertungen im Internet und also sagen wir es ist nicht schlecht, also schlechte und ein paar gute. Und ich habe mich viel zu lange davon beeinflussen lassen, die schlechten aus. Und ich bin aber auch nicht so anspruchsvoll. Das zweite wichtige Ding, das Klo. Sieht einigermaßen sauber aus, ich habe das mal wieder dran getan. Ne? Damit die Putzfrauen auch beweisen können, dass sie geputzt haben, desinfiziert. Ich meine. Ich glaube, das wäre ein Ding, ich glaube, das bringe ich meiner Freundin mit, das würde sie gerne, glaube ich, auch mich mal tun, wenn ich mal wirklich nach dem üblichen halben Jahr mal wieder hier durch habe, ja? Und hier kann man sich auch wieder angucken. Also dreckstechnisch sehe ich jetzt nicht so viel. Ja, also ich gucke dann sowieso immer nur in die Bereiche, wo es mir interessant vorkommt. Und hier, gut, hier sind ein paar Macken in der Dusche drin, aber. Ganz ehrlich, also ne, das halbe Jahr ist auch noch nicht rum, noch muss ich nicht duschen. Nein, Spaß. Also es gibt eigentlich nichts zum Beschweren und das ist ja schon eigentlich ganz schlimm für jeden Deutschen. Also ich erinnere mich an meinen Türkei-Urlaub dieses Jahr und ich war so müde, dass ich direkt bei Tropo angerufen und habe gesagt, hab, buchen Sie mir ein anderes Hotel, ich finde es scheiße. Ich finde alles scheiße. Ich fand den, weil wir direkt an der Straße waren, das wusste ich aber auch, das fand ich direkt scheiße und habe sofort gesagt, nee, nee, ich möchte weg, alles scheiße, alles scheiße. Und dann hatte ich ausgeschlafen in der Nacht und bin dann wieder aufgewacht und ja, hab dann gedacht, ach doch, alles eigentlich okay, Buffet ist jetzt nicht ganz so doll, wir sind immer noch an der Straße, aber sonst, Titi, alles supi. Ja, Problem war, ich hatte halt schon den Reiseveranstalter angeschrieben und der kam am nächsten Tag auf uns zu und meinte so, sind Sie nicht der Typ, der mich angeschrieben hat, dass ihm alles schon nicht gefällt? Und ich so, ja, meine Freundin so, ja, du hast ihm doch geschrieben. Und ja, dann bin ich erstmal knallrot geworden und habe den Rest des Urlaubs dann auch mal mich nur auf meiner besten Seite gezeigt. Ich zeige euch jetzt mal alles, was ein Mann so braucht auf einer Reise. So viel ist das gar nicht, aber wenn man es nachher mal ausgepackt hat, dann sieht es doch wieder nach verdammt viel aus. Also, ein T-Shirt zum Wechseln, noch ein T-Shirt zum Wechseln, weil man schwitzt ja viel. Zwei Paar Socken, eine Unterhose, Stift, Buch für scheiß Ideen, Deo, Duschgel, na klar, man muss ja die männliche Hygiene, wichtig, Ladegerät, das Notfall-Snickers mit dem Notfall-Knoppers fürs Frühstück und ein paar Broten und natürlich jede Menge Comics. Und eine Uhr, eine Jacke, Rotzfahnen, die ich noch nicht rausgeräumt habe, und Kletteredätsch, dazu gehören Mütze, Schals, Handschuhe, ne? Und für den geplagten Mann, der erkältet ist, natürlich ganz viel Mitleid und Medikamente. In dem Fall waren es Grippostat und so weiter und so fort.
und sehen Sie das nächste Mal bei Der Komiker on Tour, wie Basti eine Fahrkarte zieht. Und aufregende Entwicklung wie: Wie ist Basti? Das alles und noch viel mehr im zweiten Teil von Der Komiker on Tour.